Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Kainat und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht ja im Hintergrund, ich habe ein wenig was organisiert. Ich habe dem Slava von Lader Ems einen Besuch abgestattet, weil er hier einen schönen Uaz Hunter stehen hat, in dem Fall ein Neufahrzeug. Ist ja nicht der erste Uaz Hunter, den ich euch schon mal abgefilmt habe. Ich hatte ja damals auch hier bei Lader Ems diesen Maestro Jungle Sonderedition abgefilmt, hier mit Verdeck und Klima und Offroad-Reifen und Zip und Zap und Höherlegung. Ich kann das ja mal hier so mal als Infokarte reinpacken, dass ihr euch dann auch angucken könnt. Ja, und das hier ist so das Grundmodell, ne? So dieses Basismodell ohne große Ausstattungsmerkmal. Ich meine, Ausstattung ist bei diesen Fahrzeugen ja immer so eine Sache. Den möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten und euch ein wenig aus der Nähe zeigen. Ja, okay, ich habe jetzt leider hier kein Kennzeichen, dass ich jetzt hier jetzt eine große Rundfahrt machen könnte. Ich kann ja hier so ein bisschen hier so auf dem Hof hier ein wenig rumfahren, hin und her fahren, dass er wenigstens so ein bisschen was vom Fahrzeug hört und so wie es so aus der Innenansicht aussieht, wenn man damit fährt. Seid auf jeden Fall gespannt. Jetzt zeige ich euch den Wagen mal aus der Nähe. Was ich auf jeden Fall schon echt sagen kann, ne? Wenn ich mir die Karre noch weiter angucke, dann werde ich, glaube ich, schneeblind, weil es blendet einfach übelst. Also in Weiß hat man ja jetzt auch nicht so oft, sonst sind die ja meistens immer grün. In dem Fall halt wirklich mal knatschweiß. So, und hier, wenn ich die Tür zumache, wumms, massiv wie immer. Er hat halt auf jeden Fall eine Hinterachssperre. Ja, Warnblinker, ne? Kennen wir ja. Hier Licht, hier Leselicht für hier oben, Nebelschlussleuchte. Lüftung. Ich kann den hier mal anmachen. Beziehungsweise ich kann ja mal den Schlüssel. Habe ich ihn? Hosentasche. Nein, Arschtasche. Wo habe ich denn? Wo ist der Schlüssel? Wo habe ich den Schlüssel? Ne, das ist meiner. Ganz tief in meiner Tasche. Boah, ist das warm. Ich gehe kaputt. Da. Ich habe ihn. Verkeilt mit meinem eigenen Auto. Das ist auch runtergefallen. Das hier ist auf jeden Fall der Schlüssel, also der umfangreiche Schlüsselbund. Das hier, das müssten die beiden Zündschlösser sein. Das hier sind vielleicht für die Türen. Ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Muss ich gleich mal testen. Die sind auf jeden Fall als Zündschlüssel. Eigentlich total lustig. Klar, diese zwei Schlüsselpolitik, das ist irgendwie noch aus dem Grund, ne, dass die Leute das Fahrzeug aufschließen. Motor starten bei 40 Grad minus und warm laufen lassen und den Wagen wieder abschließen. Hat wohl irgendwie so diesen Hintergrund, hat sich auch so irgendwie dort bewährt, das System. Ist auch auf der linken Seite das Zündschloss. Da hört man auch schon die Spritpumpe, wie die läuft. Wie er jetzt hier Treibstoff reingepumpt hat. Hier die Reservelampe, die leuchtet. Ne, aber hier sieht man halt die Kilometeranzahl mit Tageskilometer, so ein bisschen so wie beim Lader. Dann haben wir hier noch Wassertemperatur. Die haben wir hier. Hier haben wir Öldruck und die Batterieanzeige, Batteriespannung haben wir noch. Und hier oben sind halt die ganzen Kontrollleuchten. Also hier ist Motorkontrollleuchte, Parkbremsleuchte, Öldruck, Batterie und Anschnaller. Also er hat hier wohl wahrscheinlich pflichtmäßig, haben wir hier einen Rotwarner drin. Den sieht man hier auch, das Kabel hat der Beifahrer nicht, nur der Fahrer.
Also im Grunde auch so wie in meinem Niva ist halt ja auch so. Weil es halt Pflicht ist, dann hält man es so minimalistisch wie möglich. Sonnenblende geht schön leicht, nicht zu schwergängig. Hängt auch gut, verdeckt jetzt hier keine Sicht oder so. Aber allgemein sitzt man hier wirklich schon sehr gut drin, dass die Sonne hier nicht so blenden kann. Man hat auch nicht so viel Armaturenbrett, was ich jetzt hier aufheizen könnte. Lustig finde ich auf jeden Fall halt auch mal so diese Lüftungsschläuche. Auch dieser Kasten hier finde ich hier so geil. Einfach mit diesem gepunkteten, gehefteten Blech, so richtig grob. Hier geht auf jeden Fall die Luftverteilung rein für die Frontscheibe. Und da unten geht der Schlauch lang. Hier oben kommt dann die Luft raus, dass die Scheiben nicht beschlagen. Festhaltegriff für den Beifahrer ist auf jeden Fall richtig robust, also wenn ich das ganze Auto wackelt, wenn ich da dran ziehe. Was ich hier so geil finde, ist einfach so, das ist wahrscheinlich das Coole, auch wenn man länger mit der Karre fährt. Man hat das große Lenkrad, was man hier schön griffig hat. Man kann hier schön hier den Arm aufstützen. Das ist so, ja, so leicht gepolstert, so ein bisschen wie Schaumstoff. Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und halt die Schiebefenster. Wie viel Luft jetzt hier während der Fahrt kommt, weiß ich nicht. Ich kann mir denken, dass es hier im Sommer sehr, sehr warm drin wird. Ja, einen Lederdachhimmel haben wir. Unperforiert, früher waren die immer so perforiert, aber richtig, richtig cool. So ein schöner klassischer Dachhimmel, saubere Nähte hat der hier. Die Türdichtungen, die finde ich ja hier auch so geil. Die sind wirklich so wie auch bei mir im Niva und so, wie man sie irgendwie in jedem russischen Auto findet. Nein, hier ist immer auch die grobe, einfache Verarbeitung. Aber es erfüllt seinen Zweck und es ist trotzdem robust. Optik ist jetzt natürlich so eine Sache, muss man gucken, mit was man sich zufrieden gibt. Für mich selber ist es jetzt kein Problem. Was er hier auf jeden Fall hat, ist hier SOS. Was ja irgendwie mittlerweile auch in Russland Pflicht ist. Ja, dann drückt man hier auf den Knopf, aber da passiert halt hier nichts. Oder vielleicht kommt auch irgendwann die russische Armee und holt einen ab. Hier, wie gesagt, was das bedeutet, auch keine Ahnung. Das ist, weiß ich, Rettungshubschrauber. Keine Ahnung, aber funktioniert ja hier sowieso nicht. Ne? Hier haben wir halt das Leselicht, so wie man sie halt auch in den Buchankas kennt. Ne? Also die Teile, die sind hier alle miteinander, untereinander kompatibel. Die Sitze, die sind jetzt hier noch abgedeckt. Ich wollte jetzt diese Folien hier nicht abmachen, damit da nichts an die Sitze dran kommt. Die sind noch vom Transport. Der das Auto kauft, der hat dann Spaß beim Auspacken. Ich meine, sonst kennt man das ja, wenn man so von so Oberflächen oder von so Displays die Folien abzieht. Ja, und hier packt man halt die Sitze aus, ne? Aus der Plastikfolie. Boah, jetzt wird es aber richtig warm hier. Ey, mein lieber Scholli, du, wenn man nicht so fährt und hier so die ganze Zeit in der prallen Sonne steht. Puh. Auch schon ziemlich witzig hier mit dem Filzteppich. Hey, sieht man auch, grobe Verarbeitung. Ein bisschen gefettet ist das hier. Erfüllt aber seinen Zweck. Was ist aber lustig, würde es hier das Aussteigen. Das ist hier wirklich sehr speziell. Muss man auf jeden Fall auch vorher geübt haben, vor allem wenn du eine Hand nicht frei hast mit der Kamera. Das ist nämlich sehr lustig hier beim Aussteigen. Wie gesagt, hier mit dieser schrägen Kante und mit dem Arsch bleibt man hier so ein bisschen an dem Gurt hängen. Beifahrer hinten. Sieht halt hier so aus. Auf dem ersten Blick ein bisschen eng, weil der Fahrersitz halt so nach hinten kommt. Und aufpassen Kopf und wenn man eine enge Jeans anhat, wie ich, die nicht so flexibel ist und nicht eine Hand frei hat. An sich kann man sich hier aber ganz gut reinzwängen. Okay, die Deckenhöhe ist jetzt hier nicht so krass. Ich bin 1,80 groß. Wenn ihr jetzt so ein 2 Meter Mensch seid, dann sitzt er hier wahrscheinlich irgendwie so. Also man sitzt hier als Beifahrer hinten auf jeden Fall schon deutlich höher als vorne. Wie gesagt, man merkt es an der Deckenhöhe, ist jetzt nicht so krass hier drin. Aber, zumachen. Aber wir haben halt auch als Beifahrer hinten halt auch Schiebefenster. Okay, ich lasse die jetzt mal zu. Ne, so dass man halt hier hinten auch Luft bekommt. Die Beinfreiheit, die ist okay. Wie gesagt, ich bin 1,80, also bin ja eher normal groß. Ein bisschen Platz ist hier noch, den Sitz kann man auch manchmal noch ein bisschen nach vorne verschieben, der ist jetzt ganz hinten. Beziehungsweise, ja, der müsste ganz hinten sein, der ist nicht ganz hinten, der ist ein bisschen weiter vorne. Und so, da sieht man, wenn ich jetzt hier rüber rutsche, hat man hier auf jeden Fall gut Platz hier auch für die Füße. Das geht hier schon sehr gut. Hier haben wir mal einen Griff zum Festhalten. Und so unbequem sind die Sitzbänke jetzt hier auch nicht. Also hier sitzt sie sich auf jeden Fall gut, hier hinten auch. Mit Kunstleder, wie man hier gut sieht. Wir haben hier auch noch für jeden Fahrgast auch einen 3-Punkt-Gurt. Für den Mittelmann ist der hier hinten oben befestigt. Für die Familienväter, so wie mich, unter uns, haben wir hier auch tatsächlich hier 2 Isofix. Sowohl hier als auch hier. Ich glaube, hier in der Mitte haben wir die nicht, nur einen äußeren. Also für 2 Kindersitze ist hier auf jeden Fall auch drin Platz. Aussteigen, ja, hier unten halt auch
im Griff. Jetzt wird es wieder lustig mit dem Aussteigen. Gucken, ob ich... Weil die Karre ist hier auch so hoch. So, aussteigen ging es auf jeden Fall einfacher. Ja, und wir haben halt hier wirklich komplett halt auch überall Gummimatten ausgelegt im ganzen Fahrzeug. Ist natürlich auch super mega praktisch, ne, wenn ihr ja mal richtig tief in den Schlamm fahrt und euch die Karre hier halt voll läuft. Ne? Moin! Was? Machst du dich jetzt? Ich mach mich jetzt. Das ist übrigens der Carsten von der Firma Maschinenbau Süß. Ne? Richtig. Und ihr baut ja auch Laders um, ne? Und genau. Ja, baut die wieder auf und ja, kann ich auch mal unten reinpacken in die, als Link. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Genau, kommst mal vorbei. Genau, ja genau, ich müsste eigentlich auch mal bei dir mal vorbeikommen und mal ein Video drehen. Kriegen wir hin. Ja, und du machst jetzt vom Acker wie Farmer, sagst du? Genau. Ich gehe vom Acker. Ja, Julia, wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Reise. Ja, und dir noch viel Spaß mit dem Wurzeln. Ja, danke schön. Ciao. So, ja, wo war ich? Genau. Ach ja, genau, die Sitze. Hier sind halt überall noch Gummimatten hinten. Ja, wenn er überall durch den Schlamm jagt. Auch hier ganz einfache, simple Verkleidungen. Hier haben wir auch schon die Schweißnähte abgedichtet. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das schon am Werk so ist. Aber hier sieht man halt auch nochmal die grobe Qualität. Ne? Einfach angeheftete Bleche. Hier auch grobe Schweißnähte. Ne, das gehört halt einfach dazu. Das ist halt bei den Karren so. Ne? Das ist halt so. Finde ich auch cool. Hinten kann man übrigens auch genauso wie vorne die Scheibe abmontieren. Auf Sommermodus. Das ist ja natürlich auch so, ne? Wenn ihr jetzt die Scheiben rausnehmt und seid jetzt im Sommer unterwegs und jetzt kommt da irgendwie ein Gewitterguss. Die Karre läuft voll mit Regenwasser, dann habt ihr auch wiederum die Gummimatten da drin. Und wahrscheinlich, wenn ihr die hochmacht, dann sind da auch Ablaufstopfen drunter. Das ist übrigens hier auch hier die Verriegelung. Ich finde das irgendwie immer ganz lustig, wenn man hinten die Türe abschließen will. Aber da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, wie das jetzt genau funktioniert. Weil ich auch hier so lustig finde, das sind halt hier auch die Spaltmaße. Ne? Ne, hier passe ich mit dem Finger durch, hier wieder nicht. Ne? Das ist schon echt krass. Ne? Aber wie gesagt, gehört halt dazu. Spaltmaße haben ja auch den Vorteil, dass man auch gut Kabel durchlegen kann. Und man hat halt auch immer schön Frischluft im Auto. Hier, Beifahrerseite auch Briefkastenfach abschließbar. Der Postbote freut sich. Ich kann wirklich nur was reinlegen. Da seht ihr, jetzt ist nämlich die Tür gleich wieder zu. Abgeschlossen. Ist dann hier. Das geht aber jetzt auch noch irgendwie, wie gesagt, noch hier drüber. Vielleicht ist das jetzt so, wenn ich den jetzt runter mache, ist das auch abgeschlossen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Da bin ich jetzt gerade immer zu blöd für. Ist ja auch warm heute, ne? Als Beifahrer steige ich dann auch mal ein vorne. Mit dem linken Fuß zuerst. Klappt besser. Oh, und der Sitz ist wieder heiß. Uiuiuiui, ich verbrenne mir gerade die Eier. Gleich gibt es Spiegelei. Ja, weil als Beifahrer sitzt es sich hier eigentlich auch sehr, sehr gut. Im Platzverhältnis her, das sind hier unten noch ein paar Teile, ne, aber Beinfreiheit lässt sich hier auf jeden Fall auch, ist jetzt nicht ultimo viel. Wie gesagt, den Sitz kann man ja hier auch, glaube ich, noch ein bisschen verstellen. Ich bin es gerade am Suchen. Kann man den verstellen? Ich weiß es gerade gar nicht. Stimmt, also hier sind auf jeden Fall Sitzschienen. Und wo Sitzschienen sind, da ist auch eine Verstellung. Gott verdammt, wo ist die? Nicht jetzt blöd oder was? Was ist denn hier beim Fahrer? Man kann das doch hier irgendwie verstellen, oder nicht? Muss ich gleich mal gucken. Muss ich gleich mal von draußen gucken. Ja, aber als Beifahrer sitzt es sich hier auf jeden Fall auch angenehm. Hier ist, wie gesagt, die Kopfhöhe auf jeden Fall wesentlich besser als hinten. Hinten sitzt ja auch jetzt eigentlich nicht so oft jemand, außer man hat wirklich jedes Mal eine große Fahrgemeinschaft. Ich finde auf jeden Fall auch den Ausblick nach vorne finde ich ziemlich cool. In dem Fall sollte man mit Sonnenbrille fahren, das ist schon echt ganz schön hell nach vorne. Was man hier früher, was jetzt wohl nicht mehr geht, wahrscheinlich weil es auch gar nicht mehr vorgeschrieben ist, aber das ist auch noch so aus der Militärsache, wahrscheinlich kann man es sogar umbauen, ist, man kann jetzt hier nicht die Frontscheibe umklappen, das ist wirklich ein fester, eine feste Lasche hier, ohne Knickgelenk oder so. Aber wahrscheinlich könnte man es vielleicht sogar noch so umbauen, dass man auch die Frontscheibe nach vorne umklappen kann. Aber ist ja im Grunde Blödsinn, weil wir haben ja hier sowieso einen Hardtop, so wie das beim UAZ Hunter ja auch üblich ist. Das ist wahrscheinlich einfach nur so abgewandelt, einfach und billig umgebaut worden. Aber es gibt den Hunter halt auch, wie gesagt, mit Softtop. Gibt es aber nicht viele von. Sind halt selten, immer nur so Sonderdinger. Aber normal hat der Hunter halt immer einen Hardtop.
so wie hier halt, ne, mit so einem Dachhimmel. Kann man sich ja wahrscheinlich auch wieder alles umbauen, weil das sieht man nämlich auch da dran, wenn man jetzt nach hinten geht und irgendwann mal hier ausgestiegen ist. Ne, man sieht hier hinten noch, das finde ich hier so lustig, das geht runter, rum geht das. Ne, hier sieht man das. Hier sind noch so diese, ja, von der Blechpresse noch so, wo diese Ösen sind, wo diese Haltelaschen durchgehen für das, ja, für das Stoffverdeck. Die sind hier noch so angedeutet, hier sind mehrere auch so Sachen angedeutet. Hier oben, fand ich auch so lustig, ist auch noch irgendwie eine andere Kofferraumklappe angedeutet. Also man könnte jetzt hier wahrscheinlich auch eine Kofferraumklappe reinmachen mit Scharniere hier oben. Aber hier geht die halt seitlich auf, ne? Wie so ein, ja, wie so ein Kuhtor, kann man schon sagen. Das ist schon ziemlich groß. Hält auch gut offen. Ist eigentlich ganz gut Platz hier drin. Hier ist tatsächlich irgendwie so viel Platz drin, man könnte so wie ganz früher in den 469er bei der Armee hier irgendwie noch so kleine Sitze reinmachen. Aber ich glaube, auf diesen Sitzen hätte man echt die Arschkarte, das wäre echt unbequem. Aber man könnte sich halt wirklich hier hinten reinsetzen, ne? Man sollte jetzt keine runden Kleinteile hinten verstauen, die rollen glaube ich nach vorne durch. Da ist halt, ja, was heißt Kofferraum? Es ist Stauraum, sagen wir es mal so. Ist kein richtiger Kofferraum in dem Sinne. Aber Platz haben wir hier definitiv drin. Also ich kann mich hier sogar reinsetzen. Der Boden hier ist sogar was weicher. Der ist auch hier ist irgendwas unter der Gummimatte drunter. Vielleicht so eine Dämmmatte oder so. Ne, hier sind Schaumstoffmatten drunter. Hier sieht man es. Hier finde ich so lustig. Das ist ja auch alles hier so verkleidet. Mit so einem Kunstleder. Warum auch immer hier eine Aussparung ist. Keine Ahnung. Auch das hier. Das hat alles irgendwelche Hintergründe noch von anderen Bauarten. Hier einfach nur, ja, die Abdeckungen, die sollen halt einfach ihren Sinn erfüllen, dass da was abgedeckt wird, Kabel oder so. Soll nicht schön aussehen, soll nur seinen Zweck erfüllen. Genauso wie auch dieses lustige Fach hier beidseitig. Das kann man hier so aufmachen und dann haben wir hier zum Beispiel den Behälter drin für Wischwasser hinter, mit Pumpe und allem drum und dran. Auf der Seite ist das genau dasselbe, nur halt ohne Wischwasser, sondern das ist wirklich so ein Stauraum. Da ist auch schon so ein bisschen Konservierungskram drin. Aber wie man halt auch sieht, es würde nicht schaden, dann nochmal richtig viel Mike Sanders irgendwie reinzuhauen. Man kann sich das ja hier noch irgendwie auskleiden und dann kann man da Werkzeug reinmachen. Ne? Dafür ist das eigentlich auch im Grunde die Gruppe noch gut an die Rücklichter dran. Dann macht man das hier so zu, dann sieht man das auch nicht mehr so. Stoßfänger hinten, die sind komplett aus Kunststoff, also außen. Das ist halt wie so, ist jetzt kein hochwertiges Plastik, ist so ein ganz einfaches, billiges Plastik. Allerdings ist hier drunter eine richtig massive, ja, Stahl... Stahlaufnahme, die zieht sich auch wirklich hier so unter den, jetzt auch hier so unter das Plastik. Von unten ist die auch noch. Also es ist massiver, als es auf den ersten Blick aussieht. Ich glaube, hier außen ist das nicht mehr. Hier außen ist wirklich nur noch Kunststoff. Aber hier ist halt wirklich noch komplett der fette Stoßfänger hinten. Dritte Bremsleuchte hier oben, schön festgeschraubt, nicht so wie beim Niva angeklebt an der Scheibe. Bei mir ist er nämlich hinten abgefallen jetzt. Reserverad. Unübersehbar hinten, hilft wahrscheinlich auch gut beim Einparken. Dann halt hier diese Scharniere, ne? So hat man wahrscheinlich in der Lehrlingswerkstatt, macht man die wahrscheinlich und dann werden die einfach pulverbeschichtet und lackiert. So, so einen ganz normalen Flachstahl oder so. Und wie man sich natürlich halt denken kann, hat dieses Fahrzeug keine selbsttragende Karosserie, sondern einen Leiterrahmen. Halt mit diesen Karosserieteilen. Ich glaube, der Wagen wiegt knapp über 2 Tonnen. Ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Ja, auch noch so wie ganz früher noch dieselben Blinker. Das finde ich auch noch so cool hier mit diesen Lüftungsschlitzen. Hier vorne, da kann man rein und also kann man hoch und runter fahren. Das ist für die Lüftung hier schon so ein Pollenfilter, sag ich mal, so dass da jetzt keine Äste reinfliegen oder Blätter. Das ist sogar noch besser als beim Niva. Ne? Da fliegt ja eigentlich auch Scheiß rein. Was ich übrigens auch richtig cool finde, ist, dass der hier Radrausschalen hat. Sowohl vorne als auch hinten. Das müsste auch schon ab Werk sogar so sein. Also der hat hier komplett Radhausschalen drin. Das ist natürlich schon mal ein immenser Pluspunkt. Und halt hier diese typischen UAZ-Stahlfelgen. Hinten hat er Trommelbremsen. Und vorne hat er Scheibenbremsen. Schön mit UAZ-Logo. Und wie man halt sieht, bei den ganz alten, wenn man ein Allrad einschalten musste, musste man hier noch die Narbe umlegen. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das haben wir jetzt hier im Innenraum. Wenn ich jetzt hier nochmal einsteige und mir Hintern verbrenne, haben wir halt hier halt die Gangschaltung, ne? 5 Gänge, rechts runter ist der Rückwärtsgang und hier haben wir dann nochmal den Hebel, so ähnlich wie in dem ganzen neuen Niva Travel, ne? Hier für Hinterrad, Straße
Und hier haben wir Allradstraße, neutral. Und das hier wird noch 4L Allradantrieb und L wahrscheinlich für Low aus dem Englischen. Das ist dann einfach die kurze Übersetzung. Und wenn das halt nicht reicht, der hat halt hier noch die Hinterachssperre. Was ich auch so cool finde, ist einfach hier so diese Handbremse. Auch einfach so aus so einem simplen Blech alles gebaut. Hier mit so einem Boden, hier ist noch der Bodenzug. Und hier auch hier so diese Gummi. Und hier kann man sogar hochmachen mit Klettverschluss, wenn man da irgendwie dran muss. Kabel und so kommt man auch überall gut dran. Da unten sind die Sicherungen überall. Aussteigen mit Lenkrad dazwischen. So, klappt immer besser. Aber hier sieht man, da oben sind überall Stecksicherungen drin, also alles sehr wartungsfreundlich. Motor geht hier auf. Zack. Den will ich euch natürlich auch zeigen, den Motor. Mit einer Hand natürlich schwierig, aber hier steckt so eine Nase runter. Und dann kann man den hier so aufmachen. Hier. Ja, da muss ich nochmal eben hier so. Viel cooler wären hier natürlich so Dämpfer drin, ne? Ja, aber hier sieht man halt, ne, dieser typische UAZ ZMZ Motor mit 2,7 Liter und ich meine 132 oder 135 PS. Packe ich auf jeden Fall Fahrzeugdaten, ne? Packe ich so wie immer unten in die Infobox rein, ne? Weil ich bin jetzt hier auch nicht der allwissende Gott hier. Kann mich ja auch schon mal verplappern. Wenn ihr was über das Fahrzeug wissen wollt, dann packe ich das halt unten in die Infobox rein, wenn ihr da euch da wirklich für Technik und so interessiert. Ja, aber wie gesagt, 2,7 Liter und weiß ich, 132 PS hat der Motor. Also man merkt schon, der ist sehr auf Haltbarkeit ausgelegt. Einspritzung und so müsste auch alles von Bosch sein. Also die Elektronik ist eigentlich nicht schlecht hier an dem Fahrzeug. Batterie halt links, beziehungsweise Beifahrerseite auf der rechten Seite. Fetter, großer Luftfilter. Ziemlich cool. Ansaugung sitzt hier unten. Ja, und auch allgemein kommt man hier wirklich überall sehr gut dran und man sieht die Füllzustände und halt auch die Leitungen. Das ist schon echt nicht schlecht. Motorraumdämmung haben wir hier auch drin. Ja. Zu. Mag Fleisch, sollten keine Finger zwischen sein. Auch noch, ne? Ich meine, Fahrzeug von 2021 und wir haben halt auch immer noch Streuscheibe, ne? Richtig cool und oldschool. Tagfahrlicht hat er ja hier im Moment als LED-Ausführung. Haben die Buchhangers ja auch. Richtig übelste massive Abschleppösen. Also das ist alles richtig massiv. Hier vorne die Stoßstange, die ist aus Stahlblech. Das ist locker 3 mm dick hier vorne. Die äußeren Kanten, die sind bis hier, sind die aus Kunststoff. Also hier ist noch Stahl drunter. Das ist halt hier aus Kunststoff. Und auch hier Schweißnähte alle nachgedichtet. Dachrinne war hier auch noch eine richtige. Aber halt auch immer noch so die Front, so wie man sie noch vom allerersten UAZ 469er kennt. Noch hier mit dem Kühlergrill. Alles noch hier aus Stahl. Schöne UAZ-Logo hier. Auch noch hier diese Aussparung. Was ich auch noch so lustig finde, ist einfach hier dieses Loch. Das ist eigentlich noch für eine Kurbel. Also früher konnte man den Motor noch mit Kurbel starten. Das geht jetzt hier natürlich nicht mehr. Das ist jetzt hier einfach nur noch ein Relikt aus alten Tagen. Daran sieht man auch immer noch, dass immer noch die alten Blechpressen von, weiß ich, 1960 verwendet werden. Und auch so dieses Profil von der Motorhaube, so dieses Gerippte hier. Was ich auch nur so lustig finde hier, für OBD-Auslesegerät, einfach hier so die Buchse, wie die hier einfach hängt, der Stecker hier, der Anschluss. Und was ich sehe, was er auch schon hat, ist E-Gas. Also kein Seilzug mehr, sondern der hat schon richtiges E-Gas. So. Einsteigen, linke Fuß zuerst, rechts und dann so rum und dann geht das schon. Boah, ist das warm, ey. Eco mio alla quasta. So, vielleicht kann ich ja hier so ein bisschen fahren. Mal den Motor starten, dass ich immer so ein bisschen was hört. Wie gesagt, ich habe jetzt leider kein Kennzeichen jetzt hier für das Fahrzeug. Also ich muss mich jetzt hier wirklich auf den Hof hier beschränken, ein bisschen vor- und zurückfahren. Aber so, dass man hier wenigstens mal so ein bisschen was hört. Und wie dieses Urgestein hier so arbeitet. Ne? Dieses uralte fahrende Fossil, kann man ja schon sagen. So, Kamera ist installiert, wie man sieht, auf dem Kopf. Und da, ich hoffe, die hält. Die fällt immer so schnell um. Ansonsten, ne, Kopfperspektive. Ich habe mir jetzt extra dafür eine Glatze geschnitten. Nee, Spaß. Ich dachte mir, ich probiere mal eine Glatze aus. Ihr wisst ja noch, ich hatte ja noch diesen schönen langen Zopf. Den habe ich aber schon lange abgeschnitten.
Meine Haare sind einfach scheiße geworden die letzten 3 Jahre. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt reicht's und jetzt mache ich mir eine Glatze. Mal gucken, wie das so läuft. So, jetzt aber hier zurück zum Fahren jetzt. Wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht so viel rumfahren. Ne, also ich habe jetzt kein Kennzeichen, ich kann jetzt hier nur auf dem Hof und hier ein paar Mal wenden. Aber ich hoffe, das reicht. Aber so kriege ich ja wenigstens mal so einen kleinen Einblick über das Fahrzeug. Zündschloss ist auf der linken Seite. Jetzt mache ich schon mal die Türe zu. Dann ist raus. Hört sich auf jeden Fall schon mal fett an. Viel Sprit ist, glaube ich, leider auch nicht drin. Ich hoffe, das reicht noch. Ansonsten müssen wir gleich nachtanken. Pedale sind auf jeden Fall sehr, sehr lustig, weil da links diese Halterung ist. Kupplung geht ganz gut. Hört man auch, weil wie beim Niva, da läuft das Ausdrücklager mit. Scheint aber noch, ist aber wohl normal. Ist bei meinem Niva auch so. Handbremse, Gas. 2,7 Liter halt, ne? Fährt sich auf jeden Fall so an sich schon mal sehr gut. Wackelt auf jeden Fall, so man merkt schon gut die Blattfedern. Und man merkt auch den Lastwechsel in den Antriebswellen. Das quasi große Spiel, was da drin ist. Rückwärtsgang. Auch ganz gut. Also was ich habe hier keine Probleme, hier die Gänge einzulegen. Ich meine, ihr erinnert euch bestimmt noch an mein Buchanka-Video, wo ich die Gänge einfach nicht reinbekommen habe. Ja, es geht natürlich alles noch relativ hakelig, sag ich mal. Was auch daran liegt, dass der Wagen halt noch neu ist. Der ist ja gerade mal 38 Kilometer gefahren oder so. Kamera hält. Trotz Gewackel und unebenem Boden. Wenderadius, ja, ist schon ganz schön ordentlich. Aber auch nicht zu groß. Übersicht hier, die ist echt top, muss ich schon echt sagen. Bisschen Rollen beim Rückwärtsgang. Beim Niva ja auch schon mal, dass er nicht sofort rein will. Was hier auch wirklich cool ist, ist hier das Rückwärtsfahren. Man guckt einfach über das Beifahrerfenster hinten einfach mal so locker raus. Und man merkt halt auch, wie das hier alles auch am Arbeiten ist. Ne? Die Servolenkung hört man vor allen Dingen auch sehr gut. Richtig, richtig cool. Also ja, hier hört man auf jeden Fall noch die Technik arbeiten. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mensch, was sieht das blöd aus mit der Kamera auf dem Kopf. Aber so seht ihr auch mal, wie das aussieht, wenn ich First Person hier fahre. Mit Mikrofon und dem ganzen Zip und Zap. So, ich würde es auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, das war es jetzt mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen über diesen coolen UAZ Hunter. In dem Fall halt mal in weiß und nicht so in grün, so wie es sonst immer so ist. Auf jeden Fall, wie ich finde, ein richtig, richtig cooles Fahrzeug. Also der wäre für mich persönlich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative zum Niva. Definitiv. Vor allem, weil hier viel mehr Platz drin ist. Verarbeitung stört mich nicht so, da bin ich jetzt nicht so anspruchsvoll. Platz hat man hier auf jeden Fall genug drin, meiner Meinung nach, mit 2 Kindern und Hund. Okay, passt ja auch super in den Niva rein. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber hier hat man halt einfach mehr Platz drin. Ich denke mal, auch für größere Menschen ist das hier auch kein Problem. Auf jeden Fall als Fahrer. Ich meine, wenn man jetzt so ein Auto hat, dann sitzt man ja eigentlich eher selten hinten. Da leiden dann halt die anderen, dann ist im Niva, hat man ja auch nicht viel Platz hinten. Auf jeden Fall, wie ich finde, ziemlich, ziemlich cooles Fahrzeug. Ich weiß, viele von euch interessieren sich ja für die Karre auch. Ja, und so konntet ihr auch mal einen kleinen Einblick kriegen, mal so in die Standardausführung von diesem Auto.
Ja, nicht nur Sonderausführungen, so wie ich sie bis jetzt nur zeigen konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt unten in die Kommentarbox rein. Ihr findet mich auch auf Facebook und Instagram, da könnt ihr mir auch privat schreiben. Ja, und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tschüss.